So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Schlechtes Wetter, schon seit Tagen, und das ist auch verdammt nochmal notwendig und gut so. Ich freue mich drüber. Jedes Mal, wenn es regnet, habe ich persönlich sehr positive Assoziationen damit. Klar, es ist ein bisschen störend für irgendwelche Outdoor-Hobbys. Ist es, das ist so, aber wir haben es so nötig. Also das ist ein kleiner wichtiger Hinweis vorweg. Wenn es bei euch auch regnet, seid froh. Ja, seid froh, und wenn euch irgendwer kommt und meint, schlechtes Wetter, dann weist mal darauf hin, wie wenig Grundwasser wir eigentlich derzeit gerade haben. Also so deutschlandweit sind die Grundwasserbestände wirklich nicht toll, wirklich so gar nicht toll. Ja? Und wenn es jetzt mal den ganzen September regnen würde, wir haben ja schon Oktober, den ganzen Oktober regnen würde, dann wäre das gut. Ja, also es gibt wirklich überhaupt keinen Grund, sich derzeit über Regen zu beklagen. Es darf auch gerne dann noch den November durchregnen, das wäre auch nicht verkehrt. Wir können wirklich locker, von den Grundwasserständen her, können wir echt 2 Monate Dauerregen durchaus gebrauchen und auch intensiven Dauerregen. Weil so wie es jetzt runterkommt, ist es auch dahingehend toll, dass es nicht so viel auf einmal ist, dass es vom Boden gar nicht aufgenommen werden kann. Also auch nicht im Grundwasser landet, sondern nur im nächsten Fluss. Der kriegt dann Hochwasser und dann ist das Wasser wieder weg, weil es im Meer landet und wir haben nichts davon. Das wäre blöd. Sondern so einen richtig schönen, langen, dauerhaften Landregen jetzt. Das ist ideal. So, neben mir hockt Chefin. Hallo, Chefin. Hallo, Ben. Hallo, Ben-Fans. Och. Zuschauer, Schatz. Zuschauer. Okay, hallo, Ben. Hallo, Zuschauer. Danke. So, ja, sie schnitzt ein bisschen. Wir haben nämlich im Lindenwäldchen. Und das ist dahingehend natürlich praktisch, dass... So viel habt ihr bestimmt aufgepasst. Linde, tolles Schnitzholz. Und wir haben derzeit gerade so das ein bisschen der Schnitzen für uns hobbymäßig entdeckt. Zumal ich auch neues Schnitzzubehör mir zugelegt habe. Unter anderem, das hat man vielleicht schon mal gesehen, diese super tollen Mora-Schnitzmesser. Die sind ja wirklich, das sind reine Schnitzmesser, ne? Klingenlänge jenseits von gut und böse im Sinne von kurz. Aber zum Schnitzen ist das genau richtig. Liegen wunderbar in der Hand mit diesen... Ja, unspektakulären Griff, aber das ist zum Schnitzen wirklich toll und das macht richtig Freude, hiermit wirklich zu arbeiten. Man kann noch so kleine Details eben entsprechend schnitzen, weil das ja so schön spitz zuläuft. Und also ich finde die Klingenform ideal. Die gibt es noch in diversen anderen Klingenformen, alle jeweils auch mit Scheide, damit man sie auch schön sicher in den Wald transportieren kann. Ja, und Evelyn hat auch Freude am Schnitzen und macht sich jetzt gerade einen Löffel. Gut, das zum einleitenden Geplänkel. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema, nämlich ich soll ja von Grönland berichten. Wollte ich eigentlich noch gar nicht machen. Und ich hatte auch lange noch überlegt, das hatte ich auch im Vorfeld schon bereits irgendwann mal öffentlich erzählt, dass ich nicht so genau weiß, wie ich das am blödesten mache mit dem Bericht über Grönland, weil das wir soll, und das ist nun mal so, da müsst ihr jetzt mit leben, das könnt ihr jetzt scheiße finden, so viel ihr wollt. Daran wird sich auch trotzdem nichts ändern. Weil ich muss halt irgendwie schon so ein bisschen meinen Erste-Klasse-Zuschauern, wie es neulich jemand schön formuliert hat, ein bisschen extra Material bieten, ein bisschen Exklusivmaterial. Und deswegen die volle Dokumentation über Grönland und alles, was wir da getrieben haben, gibt es auf Patreon. Link findet ihr unten, den soll ich ja sowieso mehr setzen, was ich zu selten tue. Und das kostet dann natürlich einen kleinen Obolus, das ist so. Ja, von irgendwas muss ich auch leben. Das tue ich nicht nur davon, aber immer noch primär davon. Das ist so mein Grundeinkommen. Und die Basis sozusagen. Ja, wenn ich sonst nichts weiter verdiene in einem Monat, dann habe ich noch das. Und das ist dafür da, dass ich nicht gänzlich verhungere. Ja, und zumindest Krankenkasse und so ein Zeugs bezahlen kann. Also ist das schon wichtig, extrem wichtig. Und ich brauche das, weil ich will auch was essen und so. Da müsst ihr einfach mit klarkommen. Wenn euch das nicht gefällt, dann tut es mir leid, aber so ist es halt. Ne? So, und für alle anderen, habe ich ja gesagt, gibt es auch Grönland-Material, aber eigentlich war mein Plan, dass ich jetzt die komplette Grönland-Dokumentationsreihe für Patreon in Ruhe erstmal durchmache und dann entsprechendes Grönland-Material für Autonormalverbraucher rauskloppe. Da jetzt aber Autonormalverbraucher, also diejenigen, die das jetzt, na gut, das können natürlich auch Patreons gucken, klar, aber diejenigen, die das jetzt primär, für die das jetzt gedacht ist, so, die nerven. Beziehungsweise es kommen so viele Nachfragen, was ist denn jetzt mit Grönland? Dass ich mich doch dazu gedrängt fühle, da jetzt nochmal vorab ein bisschen was zu tun. So, da habe ich auch noch
wie gesagt, das Problem war ja auch noch, dass ich noch nicht genau wusste, wie mache ich das am dümmsten. Was erzähle ich denn da am blödesten? Oder versuche ich das irgendwie zusammenzukürzen von dem, was in Grönland passiert ist. Das ist aber sau schwierig und wahnsinnig viel Schneidarbeit. Und da muss ich viele Dinge einfach wirklich zerstückeln, damit das noch auf eine einigermaßen kurze Kürze kommt. Und nee. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache das so, dass ich einfach, das wie ich bei meinen bisherigen Reisen ja auch immer gemacht habe, gutes traditionelle, never change a running system, traditionelle Vorgehensweise, dass ich einfach berichte, wie es gewesen ist und dazu dann noch ein bisschen Bildmaterial einblende. Ihr werdet jetzt also mich die meiste Zeit jetzt am Anfang zumindest noch eine Weile ertragen müssen und dann werde ich immer mal wieder einzelne Bildmaterialien aus Grönland einblenden, Bewegtbild, Standbild, also Fotos vor allen Dingen. Und natürlich auch noch ein paar Clips. Und ja, das ist so der Ablauf. Ne? Also durchaus ein Video, wenn man auch Bilder sehen möchte von Grönland, sollte man auch tatsächlich zugucken, weil es halt nicht nur diesmal ein reines Laber, sondern auch ein Schauwerte besitzen des Dingens wird. Und wer gerade keine Zeit hat zum Gucken oder das ist nicht so notwendig findet, der kann auch gerne nur zuhören. Und übrigens auch die Frage, die dauernd kommt, was ist mit Podcasts, da wir es gerade von Patreon haben. Verschiedene meiner Videos gibt es auch als Podcast, den kann man dann eben über Patreon eben entsprechend beziehen. Dann muss ich das noch ein bisschen drehen, sonst hocke ich hier zu schräg. Dann sieht man zwar weniger Wald und mehr Tarnmuster, aber die meiste Zeit habe ich ja dann eh hoffentlich was zum Einblenden, beziehungsweise immer mal wieder zwischendurch. Das war das Vorgeplänkel. Ich mache jetzt noch einen kleinen Schnitt, sammle mich und dann erzähle ich einfach und werde dann daheim dann gemütlich noch Zeug drüber schneiden. Also Bildmaterial drüber backen. So, ja, legen wir los. Ein paar Takte zur Anreise. Die gibt es auf Patreon auch noch sehr ausführlich, aber das möchte ich hier eigentlich recht kurz fassen. Wir sind mit dem Bus von Karlsruhe über Berlin nach Kopenhagen gefahren, um dann in Kopenhagen nochmal, wie lange haben wir übernachtet? Drei Nächte, oder? Drei Nächte haben wir da noch geschlafen, also drei Tage waren wir quasi da und haben uns noch ein bisschen Kopenhagen angeguckt, waren vor allen Dingen noch im Dänischen Nationalmuseum, wo es auch eine tolle Ausstellung zu Grönland gibt, beziehungsweise jein, Ausstellung ist zu viel gesagt. Sie haben da ein Riesensammelsurium grönländischer traditioneller Gegenstände, also mit denen die Inuit damals gelebt haben im Eis und am Rande vom Eis und je nachdem, ne, und auf dem Eis. Das ist toll. Aber eine richtige Ausstellung würde ich fast nicht nennen wollen. Also das Zeug ist sortiert und es ist in Vitrinen, aber es gibt so gut wie keine Hintergrundinformationen, was man damit jetzt jeweils gemacht hat. Das war jetzt für mich nicht weiter schlimm, weil ich mich vorher damit auseinandergesetzt hatte und dementsprechend sowieso wusste, wozu das einzelne Zeug dann entsprechend gut ist. Aber so als unvoreingenommener Betrachter ist das erstmal, naja. Ne? Ansonsten ist das Dänische Nationalmuseum schon sehr schön und vor allen Dingen sehr reich an wirklich tollen Exponaten. Ich empfehle Führungen mitzumachen, dann kriegt man auch nochmal ordentlich was dazu erzählt. Manche Ausstellungen sind toll von der Museumsdidaktik her, Museumspädagogik und manche sind, naja, halt ein Sammelsurium von Zeug. Ne? So ist es. Es gibt auch eine Griechenland-Abteilung. Wir haben zum Geier das Dänische Nationalmuseum eine Griechenland-Abteilung. Naja, weil so ziemlich zu einer gewissen Zeit jedes Land, das einigermaßen reich und vermögend war, sich von irgendwelchen Griechenland-Ausgrabungen, das gleiche gilt für Ägypten und Ähnliches, irgendwelche Exponate halt gesichert hat. Und jetzt stehen die da rum und dann kann man sich ja auch zeigen. Das ist so die Argumentation. Dann machen wir noch ein bisschen Bötchen fahren, nicht weiter wichtig. Wir waren noch im Blue Planet. Spricht man jetzt schon so aus, ne? Blue, komisch dänisch geschrieben und tolles Aquarium, insbesondere wenn man Aquarien mag, ist das natürlich besonders spektakulär. Ich bin ja gar nicht so sehr der Fischfan, für mich war es trotzdem super interessant, aber ich kann mir vorstellen, wenn man wirklich der Fischfan ist, dann ist das eine absolute Offenbarung, dieses Ding. Ja, das war also Kopenhagen und dann sind wir auf dem Flieger und sind am 8. August, war es das? 8.9.? Nee, 10. Am 10. sind wir dann eben entsprechend rüber geflogen nach Grönland. Das ist wichtig, dass man weiß, dass man von Kopenhagen fliegen muss. Es gibt noch eine Alternative über Reykjavik und das war es dann aber auch. Ne? Also entweder fliegt ihr von irgendwo nach Reykjavik und von Reykjavik dann weiter nach Grönland oder ihr fahrt mit dem Bus. Oder theoretisch könnt ihr natürlich auch fliegen von irgendwo nach Kopenhagen und von Kopenhagen dann halt eben entsprechend nach Grönland. Ja? Im Grunde ist es ja wurscht, von der Flugstrecke her bleibt es sich ungefähr gleich. Beziehungsweise
Ja, wenn man mit dem Bus nach Kopenhagen fährt und dann fliegt, ist man, glaube ich, vom CO2-Output immer noch am besten unterwegs. Für wen das auch immer wichtig sein mag. Also für mich und vielleicht nur für den einen oder anderen, der dann unbedingt meint, nach Grönland zu müssen. Ja, wenn man nicht nach Grönland geht, das möchte ich gleich mal von vorne weg sagen, ist auch nicht schlimm, dann muss man sich schon nicht mit einer bösen, großen, langen Flugreise eben entsprechend sein persönliches Nachhaltigkeitskonto beschmutzen. Ne? Das ist jetzt kaputt bei mir. Gut, ja, Flug an sich, toll. Air Greenland, tolle Airline, meine neue Lieblings-Airline. Ich hatte bis dahin auch keine Lieblings-Airline, demzufolge ist es jetzt meine erste Lieblings-Airline. Was gab es zu essen? Es gab, der Flug geht, es ist ein magischer Flug. Ja? Durch Zeitverschiebungsmagie geht der Flug nur 40 Minuten. Nicht wirklich, er geht 4 Stunden und 40 Minuten. Aber Zeitverschiebungsmagie. Grönland hat eine Zeit, also zu uns eine Zeitverschiebung von 4 Stunden zurück, gell? Ja, von uns aus nach Grönland 4 Stunden rückwärts. Also wenn bei uns 12 ist, dann ist in Grönland 8 morgens. Ne? So. Oder alternativ 20 Uhr abends. Oh, jetzt regnet es aber ordentlich. Gut, dass wir ein Dach haben. Ja, zu essen gab es einmal einen grönländischen Bread Snack, also ein Brot-Imbiss, geschmacklich sehr gewöhnungsbedürftig. Dann gab es dazu was zu trinken. Wir haben zu spät herausgefunden, dass man 0,33 Liter Dosen Cola bekommt. Bei den meisten Fliegern kriegt man ja so Mini-Cola-Döschen, habe ich mir sagen lassen. Nicht bei Air Greenland, da kriegst du richtige Getränkedosen. Ja, also die großen, auch verschiedene andere Getränke sind halt in so richtigen Dosen. Total toll. Und außerdem kannst du das Getränk fürs Mittagessen gleich noch mitbestellen. Dann hast du 2 Dosen Cola, theoretisch. Oder was anderes. Ja, aber was anderes zu trinken macht keinen Sinn. Und dann gab es Mittagessen, beziehungsweise die Hauptmahlzeit. Das war toll. Das war Coq au Vin. Schatz, wie spricht man Coq au Vin korrekt aus? So ähnlich. So ähnlich, okay. Sie kann Französisch, ich nicht. Jedenfalls, das war lecker. Das war lecker natürlich, ist keine Riesenportion. Ihr kennt diese MRE-Päckchen, diese Aluschalen mit Alufolie drauf, die man im heißen Wasser heiß machen kann. Oder halt in irgendeinem Heatingbeutel und so weiter. Ist bei fast jedem MRE, also Meal Ready to Eat, kennen diejenigen, die sich mit Militärausrüstung auskennen, sicher. So die Größe. Ne? Die Größe war das. Und genau so eine Packung im Prinzip. Das kann man ja auch super in der Mikrowelle oder wie auch immer die das im Flieger heiß machen. Keine Ahnung. Geht das jedenfalls. Oder sie haben es einfach nur heiß eingelagert und halten es warm. Nee, die erhitzen das schon da oben. Die erhitzen das da oben. Oh. Strom, Schatz. Strom! Strom! Oh, Strom! Batterien mit Akkus und so, ne? Oh! Ja, und einen Brownie gab es dazu und ein Brötchen, ein ganz leckeres Brötchen mit gesalzener Butter. War es gesalzene Butter? Ich glaube schon, ja, es war gesalzene Butter. Und Getränk hatte ich erwähnt und... Einen Camembert, den du mir gegeben hast. Stimmt, und es gab noch einen Camembert, ein Käse, also als Dessert, ne? Der Käse schließt den Magen zu, also ein sehr französisches Menü im Prinzip. Ich stehe nicht so auf Camembert, habe ich Chefin gegeben. Chefin hat sich gefreut. Dafür habe ich ein Stück von Chefins Brownie gekriegt. Ja, ich meine schon. Ja, und es gibt im Flieger auch so tolle Unterhaltungsmonitore mit lustigen Spielen, zum Beispiel Zombies tot tappen. Da musst du die ganze Zeit, kannst du so drauf rumtappen, um die Zombies zu zerquetschen. Zerquetscht die Zombies. Es gibt auch Zombies, die halten 2-3 Mal quetschen aus. Und laut Evelyn, die sich nicht so sehr auf die Zombies konzentriert hat wie ich, habe ich wohl zur Erheiterung des näheren Umfelds des Flugzeugs beigetragen, als ich Zombies zerdrückt habe. Des Weiteren war ich so begeistert von meinem Essen, dass ich weiterhin zur Unterhaltung des näheren Umfelds im Flugzeug beigetragen habe. Ja, also bei Air Greenland mit Fliegen ist jedenfalls lustig. Flugbegleiterinnen auch alle sehr freundlich. Und der Kapitän, man hat ihn sogar verstanden. Also er hat eine funktionierende Lautsprecheranlage und klingt nicht so. Und man kann auch nachvollziehen auf dem tollen Monitor, wo man gerade lang fliegt und wie schnell man ist und wie hoch. Alles sehr interessant. Die Leute sind bestimmt auch schon mal geflogen, Schatz. Irgendwie fühle ich mich mal wieder nicht sehr ernst genommen. Ja, jedenfalls für mich sehr spektakulär. Aber ich
Weißt du, ich kann nichts dafür, dass alle Welt sich nicht an den kleinen Dingen erfreuen kann. So, jedenfalls, Flug war toll. So, dann sind wir gelandet, dann waren wir auf Grönland. Das ist toll. Grönland! Und zwar in Kangerlussuaq. Kangerlussuaq? Wie würdest du es aussprechen? Kangerlussuaq. Sag's nochmal. Passt schon. Kangerlussuaq. Sie sagt, passt schon. jedenfalls, da ist, das ist der größte Flughafen Grönlands, der einzige international verkehrende Flughafen Grönlands. Wenn man also von Ausland nach Grönland möchte, dann muss man durch Kangerlussuaq. Also muss da in jedem Fall zwischenlanden. Auch der Flieger, der da eben entsprechend hinfliegt, das ist so ein großer Airbus A irgendwas. Mit einer 3 vorne oder einer 280, 300, 737, ich habe es mal nachgeguckt, das war ein Airbus A irgendwas. Bin mir ziemlich sicher. Ja, ist auch egal. Jedenfalls, das ist der einzige große Flieger, den Air Greenland hat. Soll heißen, wer vor 5 Jahren irgendwann mal nach Grönland geflogen ist, saß im gleichen Flugzeug wie wir jetzt. Und wer in hoffentlich nochmal 5 Jahren irgendwann mal nach Grönland fliegt, sitzt im gleichen Flugzeug wie wir damals. Finde ich auch irgendwie schön, ne? Die haben nur diesen einen großen Flieger, der ist dann dementsprechend auch ständig unterwegs, damit sich das lohnt, den zu unterhalten. Der kostet ja natürlich auch entsprechend viel Geld bei der Wartung und so weiter. Und dadurch fliegt der halt auch ständig. Seine Garage, wenn er dann mal tatsächlich in der Garage steht, hat er auch in Kangerlussuaq. Das ist also sein Heimatflughafen von dem großen Flieger. So, was gibt's in Kangerlussuaq? Im Prinzip diverse Möglichkeiten unterzukommen. Wir können empfehlen von der Preis-Leistung her das Vandrejeim, ungefähr so geschrieben, also die Jugendherberge. Die ist ein bisschen weit ab vom Flughafen. Man muss also schon ein Stückchen laufen, wenn man da eben entsprechend hinkommen möchte. Aber ist ja nicht schlimm, ne? Wir sind ja zum Laufen nach Grönland gefahren, also sollte das kein Hindernis sein. Die hat Zimmer um die 200, sagen wir mal, um die 300 Kronen oder sowas pro Person und Nacht. Die Betten sind bequem, Stockbetten sind ein Ticken kurz, wer signifikant länger ist als ich, passt dann irgendwann nicht mehr rein. Wer nur so lang ist wie ich oder kürzer, ich bin 1,89, hat da keine Schwierigkeiten. Es gibt auch Einzelzimmer bzw. 2 Bettzimmer. Da hat man dann sogar eine Tür. Wenn man aber versucht, so ein 4-Bettzimmer zu nehmen, also so ein Gruppenzimmer, die halt doch erheblich günstiger sind, da hat man keine Tür. Das ist etwas gewöhnungsbedürftig. Man hat einen Vorhang, den man zuziehen kann, damit es nicht allzu hell ist. Ja, aber eine Tür gibt es halt nun mal nicht. Ne? Also nur falls man denkt, wenn niemand anders bucht, hätte man in einem 4er-Zimmer auch Privatsphäre. Nein, hat man nicht, weil man keine Tür hat. So. Aber ansonsten sind die in Ordnung. Ne? Ein bisschen wenig Platz fürs Gepäck unterbringen, muss man halt unter das Bett legen. Wenn es ein Doppelstockbett, das doppelt belegt ist, dann wird es ein kleines bisschen eng. Aber hallo, ich meine, man wohnt danach im Zelt eine ganze Weile. Und ein Zelt ist definitiv noch weniger Platz als in dieser Behausung. Da außerdem ist es ganze Zeit trocken und man hat auch keine nassen Zeltwände und ähnliches. Kann man sich also nicht beklagen. So, dann gibt es tolle Duschen. Deswegen sage ich, Preis-Leistungs-Verhältnis ist super, weil die Duschen sind tipptopp. Da gibt es überhaupt nichts auszusetzen. Mit Klo jeweils nebendran und mit Klospülung. Für den weiteren Verlauf der Tour ist eine Klospülung ein Luxus, den man da zum letzten Mal hat in Kangerlussuaq. Ne? Und es gibt eine Küche, die man auch selber benutzen kann. Da ist je nach Frequentierung liegen da auch noch ordentlich Lebensmittel rum, die man dann sogar kostenlos noch benutzen kann, weil sie irgendwer übrig gelassen hat. Man findet da mit Sicherheit auch irgendwelche Gaskartuschen, mit etwas Glück sogar Benzin. Allerdings natürlich alles mindestens halb leer bis noch leerer. Also zum wirklich Mitnehmen auf Tour ist das nicht wirklich schlau, weil da müsste man ewig viele halb leere bis fast leere mitschleppen und dann schleppt man sich ja dumm und dämlich. Ja? Also es gibt schon Gründe, weshalb jeder von Kangerlussuaq mit einer neuen losgeht oder die Leute, die da ankommen, ihre dann da lassen. Deswegen, da kommen die ja her, die ganzen halb leeren und fast leeren Gaskartuschen, weil wenn du mit dem Flieger abfliegst, kannst du das Ding ja nicht eh nicht mitnehmen. Also lässt es halt dahin, der Hoffnung, dass irgendwer anders damit was anfangen kann. Wird im Regelfall halt nicht so sein, weil entweder starten die ihre Tour erst und brauchen keine fast leeren Gaskartuschen oder sie haben ihre Tour auch gerade beendet und haben selber eine fast leere Gaskartusche. Jo, dann
Was ist da noch in Kangerlussuaq? Man kann theoretisch auch im Flughafenhotel übernachten. Nach dem, was ich auf Bildern gesehen habe, ist das allerdings bestenfalls okay. Von Hotel-Niveau her, ja, für ein Hotel. Das ist auch das einzige Hotel der Stadt im Übrigen. Also gibt es gar keine Alternative. Und dafür ist es relativ teuer, dass es nur okay ist. Also würde ich nicht machen. Also muss natürlich jeder selber wissen. Dann gibt es das Restaurant am Ende von Universum, mehr oder weniger. Das ist das, wo ich auch... Ich muss die Kamera noch ein Stückchen näher hernehmen, sonst kriegt die Regen ab. Jetzt passt es wieder. Das ist das Restaurant, wo ich auch im kleinen Gruß aus Grönland, habt ihr vielleicht eventuell gesehen. Ja, passt doch, oder? Ja. Das habe ich da ja auch erwähnt gehabt. Und da kriegt man so ein grönländisches Buffet mit allen möglichen traditionellen grönländischen Speisen. Die meisten davon sind bestenfalls begrenzt empfehlenswert. Ne, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Aber das nicht, was sie da im Detail aufgezeichnet. Ja, wir wissen es im Detail auch nicht. Aber das ist wohl die Touristenattraktion schlechthin. Und da gehen ganz, 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 ganz viele Leute hin. Ist immer Samstagabends. So ein Must-Have fast schon, ne, dass man da quasi hin muss. Auch die, also das wäre noch eine Möglichkeit. Natürlich kann man in der Umgebung von Kangerlussuaq auch einfach spazieren gehen. Ist auch schön. Stadt selber ist jetzt nicht besonders sehenswert. Im Reiseführer wird sie als hässlich beschrieben. Das sehe ich nicht so. Sie ist halt einfach nur ganz anders, als wir das jetzt so gewöhnt sind. Aber hässlich fand ich sie eigentlich nicht. Ist so eine halb Arktis, halb Wüstensiedlung, weil in Zentralgrönland, kurz vorm Eis, und Kangerlussuaq liegt kurz vorm Eis in Zentralgrönland, soweit es überhaupt Zentralgrönland eisfrei gibt, ne? Nämlich in der Mitte ist immer Eis, bedeutet allerdings, dass dadurch das Klima verdammt trocken ist und das heißt, wir haben da quasi Wüstenniederschläge. Quasi. Wir haben trotzdem kein Wüstenklima, weil es einfach so kalt ist, dass wenig Niederschläge nicht so schlimm sind, aber trocken ist es trotzdem. Und die Vegetation, die da vorkommt, ist auch an Trockenheit eben entsprechend angepasst. Im Winter liegt trotzdem immer Schnee, aber vergleichsweise wenig. Deswegen sieht man da auch keine Schlittenhunde. Ne? Erstens ist es keine traditionelle Inuit-Siedlung, sondern ein Flughafen. Dadurch, dass der Flughafen da von den Amis gebaut wurde, im Krieg übrigens, hat dazu geführt, dass da natürlich sich auch Leute angesiedelt haben und man hat festgestellt, dass da sehr gutes Wetter ist zum Fliegen. Deswegen ist da halt auch jetzt der Flughafen und deswegen ist da auch immer noch der Flughafen vor allen Dingen. Und der ist natürlich ein Arbeitgeber. Ja? Also wer in Kangerlussuaq lebt, das sind so um die 500 Leute, der arbeitet entweder in der Tourismusbranche oder für den Flughafen. Oder die Peripherie des Flughafens, also bei der Flughafenfeuerwehr, beim Flughafensanitätsdienst, bei der Instandhaltung der Landebahn, was weiß ich, ne? Irgend sowas in der Richtung. Aber hat in jedem Fall irgendwas mit dem Flughafen zu tun oder Tourismus. Tourismus heißt Hotel, sonstige Übernachtungsmöglichkeiten. Oder man arbeitet im Supermarkt. Der ist für grönländische Verhältnisse durchaus sehr groß und man kriegt in Kangerlussuaq alles. Man muss also keine Sorgen haben, dass man irgendwas nicht bekommt. Das war wohl vor 10 Jahren noch so, dass die passieren konnte, dass irgendwas nicht da ist. Aber inzwischen, oder vor 5 Jahren, aber inzwischen sind die so sehr dran gewöhnt, dass sie Touristen da regelmäßig eben entsprechend kriegen, dass auch viele Leute den Arctic Circle Trail laufen und sich entsprechend mit Zeug eindecken müssen. Das heißt also, meine Sorgen beim Turmgrün nach Grönland reisen, dass eventuell irgendwelche Formen von Brennstoff nicht zu kriegen sind, hat sich nur insofern bewahrheitet, dass es keine 100 Gramm Gaskartuschen mehr gab. Die waren alle. Ja, 220er Gaskartuschen gab es noch reichlich. Und 400er Gaskartuschen, 440er glaube ich sind das, die ganz, ganz großen, hätte es auch noch gegeben. Und davon wirklich noch ordentlich. Und wir waren ja schon recht spät in der Saison, also die hatten genug Vorrat, schlicht und ergreifend. Jeder, der nach uns gekommen ist, hat mit Sicherheit auch noch seine Gaskartusche bekommen. Da machen wir überhaupt keine Sorgen, dass das irgendwie nicht geklappt haben könnte. Ja, Supermarkt ist also auf jeden Fall auch ein Erlebnis. Auch, da kann man teilweise auch Dinge kaufen, die man so nicht vermutet. Ja? Und den beliebten Trockenfisch. Diesen an der Luft getrockneten, fermentierten Fisch. Evelyn mag den sehr gerne und bringt ihn dann gerne als Geschenk irgendwelchen Freunden mit, die sich darüber dann überhaupt nicht freuen. Und was wir hier jetzt haben an tollen Dingen, die wir verköstigen wollen, ist einmal hier dieser tolle Trockenfisch, eben dieses berühmte Zeug.
Da gibt es Schlimmeren als den. Das hier ist, glaube ich, nur normaler getrockneter Fisch, nicht irgendwelcher fermentierter Hai, wie sie ihn auf Island haben oder sonstigen Blödsinn, sondern wirklich nur getrockneter Fisch. Das ist eben das Zeug, was da immer an diesen Gestängen dann eben in den kleinen Dörfern überall rumhängt oder zumindest früher überall rumhing. Inzwischen wird das ja wirklich nur noch in relativ geringen Stückzahlen produziert, weil sie ja auch jetzt andere Nahrungsmittel haben. Aber traditionell ist dieser getrocknete Fisch, jetzt mal um, dann sieht man es besser, schon ein wichtiges Nahrungsmittel für die nördlichen Länder eben entsprechend gewesen. So, jetzt muss ich das mal probieren. Ich stelle euch mal ganz kurz zwangsweise auf den Tisch. Da ruckelt es jetzt hin und her vom Fokus von der Kamera, weil ich mir hier noch ein geeignetes kleines Stückchen abbrocken. Bei mir reicht durchaus ein kleines Stückchen. Also riechen tut das Zeug relativ furchtbar. Evelyn meint, es schmeckt erheblich besser, als es riecht. Mir reicht jetzt so ein kleiner Happen hier zum Probieren vollkommen aus. Ja, das kannst du jetzt wieder nicht scharf stellen, weil wir zu nah dran sind. Also ihr habt es, glaube ich, gesehen. So sieht das Zeug aus. Und ja, dann begebe ich mich mal ins Ungewisse und ist knusprig. Ja, und schmeckt nach Fisch. Sehr intensiver Fischgeschmack. Bisschen salzig gefühlt. Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt Salz dran ist. Ja, ist. Mhm. Ist okay. Ist echt in Ordnung. Kann man essen. Schmeckt viel weniger krass intensiv, als es riecht, weil es riecht wirklich sehr krass intensiv. Sie mag das sehr gerne. Ich will sie auch nicht weiter wegfuttern, aber probiert habe ich es ja jetzt mal. Und das ist also dieser berühmte Trockenfisch. Das war lustig. Ja, egal. Jedenfalls, ja. Was haben wir da noch in Kangerlussuaq gemacht, beziehungsweise was kann und sollte man da noch machen? Ein Ausflug zum Inlandeis. So, und dafür kann man mit so einem lustigen umgebauten Geländebus, na, eigentlich ist es ein umgebauter LKW, wo sie hinten ein Busteil drauf geschweißt haben, damit er sich jetzt wie Bus fährt, also so sah das Ding zumindest aus, fahren die dich da über eine unglaublich holprige Rüttelpiste, die übrigens mal teilweise von den Amis zum Zwecke des Flughafens und zum anderen Teil von Volkswagen, ja, Volkswagen, angelegt wurde, weil Volkswagen seine Erlkönige gerne auf dem grönländischen Inlandeis testen wollte. Ne? Also neue Wagenmodelle, von denen keiner was wissen sollte, die super geheim sein sollten wegen Betriebsspionage. Und da haben die sich gedacht, naja, wenn wir die auf dem Inlandeis testen, haben wir erstens schön heftige Testbedingungen und zweitens die Chance, dass da jemand vorbeikommt und uns ausspioniert, eher gering. Haben sie aber nur ganz kurze Zeit durchgezogen und dann sind sie wieder verschwunden. Aber die Straße ist halt noch da und deswegen kann man bis zum Inlandeis fahren. Es gibt zwei Optionen, den Wasselgletscher und das Inlandeis. Der Wasselgletscher, der ist toll, der ist spektakulär. Aber, also wenn man zwei Tage da ist, kann man natürlich auch beides machen. Ja? Wäre auch eine Überlegung wert, weil so viel Geld kostet das echt nicht und das ist wirklich spektakulär. Aber der Russell-Gletscher ist halt nicht das Inlandeis. Der gehört natürlich auch dazu. Der ist ja ein Gletscher vom Inlandeis. Das Inlandeis selber ist natürlich auch ein Gletscher im Prinzip. Aber man spricht beim grönländischen Eisschild aufgrund seiner Dimensionen nicht mehr von einem Gletscher, sondern vom grönländischen Eisschild. Das ist was anderes. Ja, das ist wie der antarktische Eisschild. So gigantische Eismassen, dass sie auch schon eine andere Dynamik aufweisen als ein popliger normaler Gletscher, wie wir ihn zum Beispiel in den Alpen, wo noch für 5 Jahre oder sowas noch welche haben. Ja, ein bisschen länger schon noch, aber nicht mehr. Ja, ich will da gar keine Spekulationen anstellen. Das Eis schmilzt überall schneller als erwartet. Selbst die pessimistischen Prognosen zur Geschwindigkeit des Eisabschmelzens haben sich als nicht zutreffend erwiesen. Es ist alles noch schlimmer. Ja, dementsprechend, ja, ne, vielleicht doch 5 Jahre, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Nee, also es gibt schon so große Gletscher in den Alpen, dass es wirklich noch eine Weile dauern wird, bis die ganz weg sind. Aber sie werden verschwinden. Auch das grönländische Inlandeis. Der Tourguide, den wir dabei hatten, der sagte nicht, if it smells, sondern when. Ne? Nicht if. Das waren so seine Worte ungefähr. Schlecht wiedergegeben, aber so in etwa. Schatz? Ja. Ja, gut. Ja, das haben wir gemacht. Dazu
Hab da jetzt schon zwei, drei Bilderchen gesehen. Ich mag zum Inlandeis noch mal im Extra-Video was erzählen. Dementsprechend ist es da gar nicht notwendig, dass ich da jetzt noch allzu viel zu verliere. Das gibt wirklich noch mal ein Extra-Video und dann noch mal auch in Ausführlichkeiten. Das auch für Otto-Normalverbraucher. Also da müsst ihr euch keine Sorgen machen, dass das nur auf Patreon landet oder sonst wie, weil das ist wichtig. So. Nachdem wir dann da waren und alles andere angesehen haben und das Gefühl hatten, jetzt könnten wir los, sind wir dann auch los. Zum Los gibt es zwei Optionen. Entweder man latscht einfach vom Flughafen aus die Straße entlang, bis man dann irgendwann in der Pampa angekommen ist. Das sind, was waren es, 20 Kilometer, 18? 23. Meine Fresse. 16 zum Hafen und dann ja, noch ein paar weiter nach Pellevel hoch. Stimmt. Ja, also 16 Kilometer entlang so einer Schotterstraße, das ist jetzt nicht ganz unangenehm zum Laufen, das ist ja keine Asphaltstraße, das spielt auch eine große Rolle. Ich persönlich laufe überhaupt nicht gerne auf Asphalt, ich kann das nicht haben. Also mit normalen Straßenschuhen, dann geht das noch, aber in den Wanderschuhen und mit Rucksack auf Straße laufen, kann ich nicht haben. Das mag ich wirklich gar nicht und das hatte mich sehr genervt. Es ist jetzt eine Asphalt, keine Asphaltpiste eben, sondern so eine verdichtete Schotterpiste, wenn man es bestenfalls so nennen kann, für grönische Verhältnisse eine gute Straße. Und kann man machen. Ist halt langweilig. 16 Kilometer, ziemlich langweilige Strecke. Wasserversorgung auf dem Abschnitt, mäh bis schlecht, weil wenn man runter zum Fjord geht, und meint, man kann sich da Wasser holen, wird man feststellen, dass das Ding ein Fjord ist. Das heißt, Meerwasser. Ja, wir befinden uns die ganze Zeit auf Meereshöhe und dementsprechend kann das Meerwasser logischerweise vom Meer auf Meereshöhe relativ weit ins Land reinreichen. Und das heißt Salzwasser. Es gibt auch dann gleich ein paar Seen, sobald wir dann mal wirklich vom Fjord wegkommen und Richtung Berge hochsteigen, dann wirklich ins Hinterland, wo dann der eigentliche Start, der offizielle Start vom Arctic Circle Trail ist. Da gibt es dann gleich ein paar Seen, die sollen, je nachdem wie die Wasserverhältnisse sind und je nachdem wann im Jahr und bei unterschiedlichen Zuflüssen, teilweise auch Salzwasser enthalten. In nicht sehr hohen Konzentrationen, aber schon so viel, dass man es nicht trinken kann. Und da hilft auch kein Filter dieser Welt, ne? Bei Wasseraufbereitungsmöglichkeiten. Apropos, braucht man nicht. Ja? Wir hatten noch ein paar Mikropur-Tabletten dabei, die würde ich für Notfälle empfehlen, wenn man wirklich irgendwo übernachtet, wo es aus irgendwelchen Gründen, insbesondere im Spätsommer, je später das Jahr, desto schwieriger die Wassersituation, auch desto schlechter die Wasserqualität. Also wenn man sich irgendwann im Jahr Sorgen machen muss um Wasser, das man erst aufbereiten muss in Grönland, dann ab Mitte August so ungefähr. Ja? Davor. Gut, wenn ihr dieses Video nach 10 Jahren guckt, nachdem ich da war, dann mag die Situation sich noch mal erheblich verschlechtert haben. Oder auch nur 5 Jahre. Der Wandel in der Arktis vollzieht sich schnell. Aber für die nächsten 3-4 Jahre würde ich garantieren, dass man überhaupt keine Schwierigkeiten mit Wasseraufbereitung bekommt, solange man noch im Juli unterwegs ist, zum Beispiel. Gut, aber bei Salzwasser wird es schwierig und deswegen müsste man viel Wasser mitschleppen für die Etappe. Das kommt dann also noch dazu, dass man A, jetzt einen sehr schweren Rucksack hat, weil ja noch sämtlicher Proviant drin ist. B, man die ganze Zeit an der Straße entlang dackelt. C, man noch jede Menge Wasser mitschleppen muss. Und deswegen haben wir D, das Taxi genommen. Das ist nämlich die Alternative. Für 350 Kronen fahren sie einen, also pro Fahrt wohlgemerkt, nicht pro Person, fahren sie einen zum Start vom Arctic Circle Trail. Dann spart man insgesamt 23 Kilometer, die nicht besonders spektakulär sind und kann dann wirklich richtig loslegen. Das muss man nicht tun. Ich denke, ungefähr die Hälfte der Wanderer macht's. Ja, vielleicht. Wahrscheinlich noch ein paar mehr. Nicht jeder, aber schon viele, viele. Und ich würde es auf jeden Fall auch wieder machen. Fand ich sehr, sehr angenehm. Und der Preis ist fair, weil es ist ja pro Auto mit dem ganzen Gepäck, was man hinten auf die Ladefläche schmeißt. Das ist übrigens eine alte Karre. Und man wird dann von einem dänischen, also wir wurden von einem dänischen Work-and-Travel-Mensch, irgendwie sowas war das doch, oder? Ja. Genau, ein dänischer Student, der jetzt quasi mit dem Studium erst anfängt, der gerade fertig war mit der Schule und zwischendurch noch so ein bisschen Überbrückungszeit hatte und deswegen Work and Travel in Grönland gemacht hat. Gehört ja zu Dänemark, zumindest teilweise. Und das war ganz interessant, also auch mal zu wissen, was das denn für einer, was treibt der denn hier und wie funktioniert das Ganze. Und jo, und dann sind wir angekommen und dann sind wir losgelaufen. Jetzt mache ich mal einen Schnitt. Herzlich willkommen auf dem Arctic Circle Trail.
Hier geht übrigens immer Wind. Und ich dachte, ich mache jetzt mal die Anmoderation spaßeshalber ohne Windmikro, also Anti-Windmikro, einfach um zum Ausdruck zu bringen, dass hier immer Wind geht. Geht's lang. Da. Richtung See. Und jetzt sind wir dann 14 Tage raus aus der Zivilisation. Denn hier gibt's noch die letzten Reste. Betonklotz. Da hinten. Betonklotz. Und das war's. Und okay, es gibt Hütten. Ja, aber sonst sind wir jetzt erstmal raus. Das wird spannend. Ja, und damit marschieren wir auch los. So, das war jetzt relativ... Oh, Entschuldigung. Noch alles dran? Ich habe sie ein bisschen gestoßen. Wenn sie schnitzt, ist das natürlich keine gute Idee. Egal, jedenfalls bis hierhin war es relativ ausführlich, vergleichsweise. Aber jetzt wandern wir los. So, und jetzt ist es ja so, dass Grönland bei aller Liebe, die ich dazu entwickelt habe und bei aller Spektakularität fast jeder Aussicht, die man eigentlich fast alle quasi immer wieder fotografieren möchte, was keinen Sinn ergibt, weil irgendwann hat man es dann gemacht, ne? Ist es so, dass die Landschaft vergleichsweise unabwechslungsreich ist. Ja, es ist eine im Detail wunderschöne und oft mit spektakulären Aussichten ausgestattete Landschaft. Aber, so ehrlich muss man dann halt einfach sein, die sind nicht grundlegend verschieden, die unterschiedlichen Aussichten. Ja? Wir wandern durch eine Vegetationszone, die mehr oder weniger, bis auf wirklich kleine standörtliche Unterschiede, immer die gleiche Vegetation enthält. Und ein Landschaftsbild, das sich zusammensetzt aus Steinen, Wasser, je nach Jahreszeit auch tatsächlich Schnee und Eis. Aber im Sommer, wo wir jetzt, im Spätsommer, wo wir unterwegs waren, noch ein paar Pflänzlein. Steine, Wasser, ein paar Pflänzlein. Hügel. Hügel, ja, Hügel, stimmt, danke. Hügel, große Steine, also Felsen, kleine Steine, also tatsächlich Steine, dann Berge aus Steinen und ja, ja. Ah, und Sand, Sand gab es auch, also sehr, sehr feine kleine Steine. Und das Schöne war... Dazwischen ein See. Dazwischen ein See. Immer. Wasser, genau. Und dadurch... Also, ne, es gibt ja so Gegenden, da sagt man, das Land der tausend Seen. Grönland hat tausend? Der Arctic Circle Trail hat schon keine Ahnung wie viele. Also wirklich massenweise kleine, einer schöner als der andere, wirklich wunderschöne arktische Seen. Also wer sowas mag, ist da genau richtig aufgehoben. Wirklich haufenweise ein schöner in der Landschaft liegender Hügel nach dem nächsten. Der Weg führt oft über den einen kleinen Hügel, wo man dann einen schönen Blick auf den nächsten kleinen Hügel hat, entlang eines Tals auf die nächste Anhöhe, wieder mit einem tollen Blick auf den nächsten schönen kleinen Hügel und so weiter und so weiter und so weiter. Wenn man weiter vom Weg abweichen möchte, kommt man auch noch mal irgendwie ins Eis. Natürlich, wenn man früher im Jahr dran ist, hat man sowieso noch welches entlang des Weges. Ja, dann ist auf jeder Anhöhe und immer oben auf dem Fjell wahrscheinlich immer noch irgendwelche Schneerestchen zu finden. Wir waren halt wirklich so spät, dass wir auf dem regulären Arctic Circle Trail null Eis hatten. Überhaupt keins. Erst als ich dann gegen Ende der Tour noch auf den Extraberg gestiegen bin, habe ich die ersten Schneefelder wieder gesehen. Und natürlich waren wir vorher noch auf dem Inlandeis. Dass da Eis ist, ist klar. Ne? ja, es gibt Hütten. Es gibt insgesamt 8 Stück, meine ich mich zu erinnern, beziehungsweise 9 eigentlich, weil 2 sehr nah beieinander stehen und quasi als eine gezählt werden können, weil du kannst nicht in beiden Hütten übernachten. Das heißt, kannst du schon, macht nur keinen Sinn, weil die stehen einen halben Kilometer auseinander oder irgendwie sowas. Ja, also da macht es nicht so viel Sinn, eine Etappe dazwischen durchzuführen. Man kann also, das wäre nochmal wichtig zu erwähnen, theoretisch den Arctic Circle Trail als Hüttentour machen. Das ist zwar gefährlich, weil die Hütten so weit auseinander sind, dass man dann jedes Mal sehr sportliche Etappen hat. Und wenn man gar kein Zelt dabei hat, ist es dahingehend auch nochmal gefährlich, dass man dann ja darauf angewiesen ist, in den jeweiligen Hütten auch zu übernachten. Wir haben in einer Hütte zum Beispiel 2 junge Schwedinnen getroffen,
ein bisschen älter als so eine Greta, die prominente Schwedin da. Aber die waren schon ziemlich versessen drauf. Ich weiß nicht, ob die überhaupt ein Zelt dabei hatten, aber kann ich mir eigentlich nicht anders vorstellen. Die waren ziemlich versessen drauf, noch unbedingt in der Hütte schlafen zu wollen. Und diese Hütten bestehen quasi aus einem kleinen, also die Standardhütten, bestehen aus einem kleinen Vorraum mit Küche, also eine Plattform, ein Tisch in Anführungszeichen, auf dem man seinen Kocher drapieren kann. Ein Kocher ist nicht vorhanden, einen Kocher musst du schon selber mitbringen. Da gibt es dann auch einen kleinen Abzug, dass man also auch bei krass geschlossener Hütte da drin nicht verstickt, wenn man da eben entsprechend kocht. Auf dieser Kochnische insbesondere. Teilweise sind die auch so ein bisschen feuerschutztechnisch irgendwie ausgestattet, dass da nicht so viel passieren kann. Da gegenüber von dieser kleinen Kochnische, also es sind wirklich kleine Hütten, ja. Maximal passen da so, naja, offiziell 6 Personen rein. Wir haben es auch mit 8 geschafft. Aber dann ist wirklich Sense. Dann ist da wirklich jedes bisschen Platz gebraucht, was da irgendwie vorhanden ist, wenn man da zu 8 drin liegen möchte. Gegenüber, wie gesagt, von dieser Kochnische befindet sich eine Bank. Auf dieser Bank kann man schlafen und wenn man eine dünne, schlanke, kurze Schwedin ist, dann kann man auch unter dieser Bank schlafen. Und da haben wir dann die Schwedinnen quasi ausgelagert, dass die eine auf und die andere unter dieser Bank gepennt hat. Und die anderen 6 waren im Schlafbereich, der U-förmig eingerichtet ist. Der Hüttenschwenk. Hütte. Aber diese kleine Hütte hier, die ist wirklich super, super, super gemütlich. Man beachtet die tolle Kochnische, da hatte auch jeder noch irgendwo Platz, um seine Rucksäcke hinzustellen. Hier oben hängen auch noch Wäscheleien, es gibt noch eine obere Schlafgelegenheit. Insgesamt Platz für 6 Leute hier hinten im Schlafteil. Also hier eine Person, theoretisch, da liegt jetzt niemand. Da, hier, Evelyn. Ich bin hier. Ich habe keinen Hut auf, deswegen dürft ihr mich nicht sehen. und da hinten, wie gesagt, eben die Kochgelegenheit. Dann noch ein bisschen Equipment. Es gibt sogar eine Axt sinnloserweise hier in Grönland, weil es gibt ja kein Holz, was man irgendwie mit einer Axt bearbeiten könnte. Aber es gibt trotzdem eine Axt. Es gibt außerdem noch so einen Petroleumofen, das ist dieses mülltonnenartige Dingens. Und, naja, sehr gemütlich. Und da hinten wäre auch noch mal eine Pritsche, also da um die Ecke. Spare ich mir jetzt gerade den Weg. Falls ich verschnupft klinge, es liegt daran, dass ich gerade was sehr Scharfes gegessen habe. Daran liegt's. Hat man eine super, super schlanke Schwedin, dann würde die auch noch mal unter die ganze Konstruktion passen. Aber irgendwo muss ja auch noch Gepäck hin. Man will ja das nicht rausstellen in den Regen gegebenenfalls. Und wenn man dann zwangsweise in der Hütte übernachten möchte, liegt es ja meistens daran, dass draußen kein so gutes Wetter ist. War jetzt gar nicht der Fall bei uns, aber oft ist es zumindest so. Jo, und dann hast du halt wirklich überhaupt keine Chance mehr, da noch irgendwen unterzukriegen, weil jeder hat ja noch einen großen Rucksack. So viel zu den durchschnittlichen Hütten. 2 Hütten stechen aus dem Hüttendurchschnitt hervor. Nämlich erstens das Kanu-Center, ja, das hat gar keinen grönländischen Namen, sondern das ist ein ehemaliges Kanu-Center und der eine oder andere wird sich an den epischen Grönland-Trailer, den ich veröffentlicht hatte, erinnern. Es liegen rund um dieses Kanu-Center, genau genommen eigentlich rund um den See, an dem das Kanu-Center liegt, noch so etwa 4 halbwegs funktionsfähige Kanus herum. Das waren ursprünglich mal laut Tagebuch, was in der Hütte liegt, also Hüttenbuch, müssen das mal 8 bis 12 gewesen sein, irgend sowas um den Dreh an Kanus, die man an diesem See mal hatte. Aber dadurch, dass da jetzt wirklich viele Leute vorbeigekommen sind und die Kanus in Dauerfunktion gewesen sind, sind die teilweise in einem relativ miserablen Zustand. Beispiel, das Ding, mit dem wir gefahren sind, in dem lustigen kleinen Trailer, also erstens habt ihr gesehen, das ist sowieso schon ziemlich verbeult. Zweitens waren wir das nicht. Drittens war es nach unserem Versuch, damit zu fahren, vielleicht nicht unbedingt weniger verbeult. und viertens hatten wir ordentlich Wasser drin nach der kleinen Runde, die wir gepaddelt haben. Würde man also versuchen, mit dem Ding durch den ganzen See zu kommen, bräuchte man noch jemanden, der in der Mitte hockt und die ganze Zeit schöpft. Schöpf, 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 schöpf. Und der im Wasser hockt, die ganze Strecke. Was bei den grönländischen Temperaturen selbst im Hochsommer nicht besonders angenehm sein wird. Ja, also man kann schwimmen gehen im Hochsommer, haben wir auch gemacht.
Das geht schon, aber man will nicht die ganze Zeit im Wasser hocken. Man will ins Wasser, sich entsprechend sauber machen und dann will man wieder raus aus dem Wasser. Und man will bestimmt nicht mit dem Arsch im lecken Boot sitzen. Ja? Zumal die Mittelbank von diesem Kanu auch schon gefehlt hat. Wenn es mal eine Mittelbank gehabt hat, dann war die nicht mehr vorhanden. Es gibt auch kein einziges vernünftiges Paddel mehr. Also ein leichtes Paddel mit großer Paddelfläche, kein einziges. Es gibt nur noch irgendwelche zusammengeschusterten Holzersatzpaddel, die zur Hälfte aus Holz und zur Hälfte aus Panzertape bestehen. Bestenfalls hat man noch irgendwie ein Stück Metall dran geschraubt, was noch ein besseres Paddelblatt als ein Holzpaddelblatt abgibt. Woraus war dein Paddel? War das ein Holzding? Das war ein Holz, ja. Ich hatte noch ein metallenes Paddelblatt dran, aber auch nicht toll. Wirklich alles andere als toll. Jo, was haben wir denn noch zu berichten? Ja, das Kanu Center. Das Kanu Center ist die erste richtig, richtig große Hütte. Da passen bestimmt 25, 30 Leute rein, je nachdem, wie man sie halt stapelt. Bequem passen locker 15, 16, 18. So viele Betten gibt es. Teilweise fehlt den Betten der Rost. Insbesondere die oberen Betten, wenn denen der Rost fehlt, dann kann man sich halt nicht mehr reinlegen. Dementsprechend ist das nicht mehr ganz so praktisch, aber allein durch die Fußbodenfläche, und es hat ja jeder eine Isomatte dabei, das hat man ja wirklich in jedem Fall. Also auch die Leute, die eine Hüttentour machen wollen im Arctic Circle Trail, was ich nicht empfehlen will, ausdrücklich nicht. Aber theoretisch wäre es vielleicht möglich, die brauchen trotzdem auf jeden Fall eine Isomatte, denn nicht jede Hütte hat Matratzen. Oder zumindest nur so rudimentäre Matratzen, dass das trotzdem ziemlich kalt werden dürfte. Die sind einfach total durchgelegen, die Dinger. Die dämpfen ein ganz, 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 ganz kleines bisschen. In Kombi mit einer Isomatte sind sie dann ganz gemütlich. Aber gänzlich ohne Isomatte würde ich wirklich sein lassen wollen. Jo, und im Kanu-Center kann man da schon ordentlich unterkommen. Das ist auch die erste Hütte, also die zweite übrigens erst, oder? Ne, die dritte. Die dritte, wenn man den Wohnwagen am Tourbeginn mitzählt. Der ist sehenswert, aber muss jetzt nicht weiter was zu erzählen. Ja, und ist das erste hüttenartige Objekt mit Klo. Wichtig, Klos in den Hütten in Grönland, insgesamt gibt es 3 oder 4, glaube ich, die ein Klo haben, funktionieren so, dass da ein Beutel unter der Schüssel hängt. In den Beutel lässt man reinfallen, was man gerne nicht mehr haben möchte. Und dann ist es wichtig, wirklich wichtig, und davon profitieren alle, wenn das auch immer schön gemacht wird, sobald der Beutel auch nur ansatzweise ein Drittel gefüllt ist, ja, also ab ein Viertel bis ein Drittel, wenn du meinst, es könnte ein Viertel bis ein Drittel sein, dann nicht noch erst was drauflegen, sondern Beutel direkt, ach sein, es ist akut, dann kann man noch was drauflegen, aber dann hinterher Beutel bitte aus Klo entnehmen, im Idealfall zusammenknoten und in die außerhalb von der besagten Hütte mit Klo, das ist bei jeder Hütte mit Klo so, gibt es eine Box, einen großen Kasten und in diesen Kasten kann man die dann reinschmeißen, die entsprechenden Beutel. So, und im Winter sind die dann schön durchgefroren und werden mit dem Schneemobil abgeholt und alles ist gut. Die Hutten werden nämlich durchaus betreut. Es gibt 2 Jungs, weiß nicht, ob es noch mehr gibt als die 2, aber 2 haben wir getroffen, die mit irrem Tempo den Arctic Circle Trail hin und her laufen und in den Hütten jeweils nach dem Rechten schauen. Das machen sie pro Saison wohl ein paar Mal und dementsprechend sind die Hütten erstaunlich gepflegt. Ja? Denn, und das ist der Knackpunkt, die kosten nichts. Alle Hütten sind komplett kostenlos. Es gibt gar keine Möglichkeit, da ein Trinkgeld zu hinterlassen, wenn man das machen wollen würde. Gut, natürlich kann man da irgendwo einen Geldschein hinlegen, aber ob der dann noch da ist für diejenigen, die die Hütten dann pflegen oder nicht, ist halt die Frage. Aber die haben auch kein Trinkgeldkästchen, gar nichts. Die Hütten kosten einfach nichts. Punkt, aus, Ende. Das ist scheinbar eine Selbstverständlichkeit, dass man in diesen Hütten übernachten darf, wenn man da rumläuft. Und dementsprechend selbstverständlich tut das auch fast jeder. Klar, wenn man gerne die Einsamkeit sucht, wenn man diese in Grönland gibt, die gibt es ohne jeden Zweifel. Ja, absolut gibt es die Möglichkeit, dass man da total einsam und ab vom Schuss ist. Dann kann man die Einsamkeit insbesondere dann finden, wenn man nicht an den Hütten zeltet. An den Hütten oder halt eben in den Hütten übernachtet, weil da sind Leute, klar. Relativ viele, wir waren aber auch in der Hauptsaison unterwegs. In den Nebensaisons, zumindest nach dem, was in den Hüttenbüchern so drin steht, gibt es auch Zeiten, an denen kein Schwein unterwegs ist. Und gerade wenn man kurz nach der Schneeschmelze, also gerade da, wo man so langsam einigermaßen wieder durchkommt, ich sage einigermaßen, nicht gut, nicht überhaupt nicht gut, aber es geht und ist nicht mehr ganz so lebensgefährlich, zu der Zeit ist man wohl noch ziemlich alleine auf dem Arctic Circle Trail, auch heutzutage noch. Aber
wir haben getroffen unterwegs, wir haben aufgehört zu zählen, 50, 60 Leute bestimmt. Bestimmt. Verschiedene, ja. Immer wieder mal zwischendurch Begegnungen, nicht mitgerechnet. Also, da war schon was unterwegs. Natürlich waren wir recht langsam und wurden viel überholt und haben dementsprechend auch viel Zeit gehabt, dass der Gegenverkehr uns begegnen konnte. Aber je länger man unterwegs ist, desto mehr Gegenverkehr kommt logischerweise in der Zeit vorbei, wenn man über mehr Zeit unterwegs ist. Ja, das war also so ein, was hatte ich, das hatte ich nicht so überlaufen erwartet. Die Folgen dieses doch erhöhten Traffics, der da inzwischen herrscht, sind vor allen Dingen Klopapier. Klopapier, Klopapier, Klopapier. Das Prinzip, dass man Klopapier entweder wieder mitnimmt, bis man es mal irgendwann verbrennen kann, oder halt vergräbt, das hat sich noch nicht so ganz durchgesetzt auf dem Arctic Circle Trail. Ja? Müll liegt keiner rum, null rumliegenden Müll gesehen, überhaupt nichts. Auch nicht um die Hütten rum, auch nicht an Stellen, wo wirklich offensichtlich oft gezeltet wird. Wirklich nichts, aber Klopapier. Klar verrottet das mit der Zeit, aber das dauert halt doch so lange. Und bei der Frequentierung vom Weg, dass man da schon reichlich Klopapier findet. Gerade spät im Jahr, so wie wir jetzt, ist halt sämtliches Klopapier der kompletten Saison noch wunderbar konserviert erhalten. Absolut 100% alles Klopapier. Und über den Winter, wenn es dann mal mit dem Schnee irgendwie richtig schön durchgeweicht wird, gegebenenfalls auch in den nächsten Fluss gespült wird oder im nächsten See liegt, mit dem Schmelzwasser vom Schnee dann, lecker, dann ist nicht mehr ganz so viel Klopapier zu sehen. Aber das wäre wirklich ein großes Anliegen, dann wer denn dahin möchte, eben entsprechend auf diesem Weg, dass er sein Klopapier doch bitte mitverbuddeln möge. In die Landschaft scheißen und dann nicht dafür sorgen, dass das hinterlassene Produkt irgendwie verschwindet. Also sprich auch dafür kein Loch buddeln. Das ist das eine. Das ist nicht schön. Aber das sieht man im Regelfall wenigstens nicht. Ja, das ist nicht auf dem Urlaubsfoto drauf. Und das stört nicht das Empfinden, dass die Landschaft unberührt ist. Weil man sieht es einfach nicht. Außer man steht direkt daneben oder sowas. Hingegen Klopapier, das sind halt jedes Mal diese kleinen weißen Signalfähnchen, die in der Landschaft liegen und das nervt sehr. Das ist so das eine, wo ich sagen würde, da merkt man, dass der Arctic Circle Trail stark frequentiert ist. Das eine. Mehr gibt's nicht. Kein Müll, ne? Der Weg ist auch nicht super, super ausgelatscht. Das hatte ich zum Beispiel auf der letzten Etappe bei meiner Schwedentour. Wann war denn das? 2017? Ich glaube. 2016? Also ist ja auch egal. Jedenfalls 17, ja. Hatten wir da teilweise Stellen am Weg. Da gab es eine Laufspur neben der anderen. Also es war eine reine Autobahn. Der Weg war als solcher mit vielen verschiedenen ganz schmalen Spuren, wo du halt zwei Füße nebeneinander setzen kannst und nicht mehr. Gab es bestimmt 12 Spuren oder sowas. Und das ist natürlich scheiße, weil so machst du einen riesen Weg in die Landschaft. Und bräuchtest eigentlich nur eine Spur. Aber sobald eine Spur so tief ist, dass da auch nur ansatzweise Wasser drin steht, läuft man lieber oberhalb von der Spur und erstellt dadurch eine zweite Spur. Und dann ist die irgendwann auch voll. Das heißt, auch da steht ansatzweise Wasser drin und dann läuft man lieber oberhalb von dieser zweiten Spur, weil in der dritten Spur steht ja auch Wasser und dann gibt es eine vierte und immer so weiter. Und das ist auf dem Arctic Circle Tour bis auf ganz, 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 ganz wenige Ausnahmen, wo es inzwischen zwei Spuren gibt, eine tiefe und eine nicht so tiefe, ist das noch nicht so weit. Das ist also eigentlich relativ beruhigend. Ich vermute, es hat sich wohl irgendwie rumgesprochen, dass man ein bisschen auf die arktische Landschaft im Sinne von drüber trampeln aufpassen muss. Aber das mit dem Klopapier ist auch noch nicht so ganz angekommen. Die Frauenquote ist auch relativ hoch. Ich hatte den Eindruck, also verglichen mit anderen Wegen, die ich bisher so gelaufen bin, hatte der Arctic Circle Trail wirklich eine erstaunlich hohe Frauenquote. Was? Und jetzt bin ich mal böse, zum Teil auch die enorme Klopapierquote erklärt. Weil aufgrund biologischer Gründe hinterlässt Frau einfach mehr Klopapier, als wie unser eins Klopapier hinterlässt. Weil unser eins, wie geht Mann in Grönland aufs Klo? Stehen bleiben, 90 Grad Winkel zum Weg einnehmen, nicht zwingend, aber machen die meisten. Aufmachen, auspacken, laufen lassen, abstellen, einpacken, zumachen, weitergehen. So. Was übrigens groß zum Neid meiner Mitreisenden führt. Gell, Schatz? Ja, Schatz. Ja. Und Frau braucht... Sollen auch Männer geben, die noch einen Schritt vom Weg weggehen?
Ja, man kann theoretisch noch einen Schritt vor, aber man muss nicht. Also setzt euch niemals direkt neben den Weg, weil da könnte jemand hingepinkelt haben. So, ja. Und warum referiere ich jetzt hier in der ganzen Ewigkeit über das Thema Notdurft auf dem Arctic Circle Trail? Weil es halt so wichtig ist. Weil du gerne drüber sprichst. Nein, weil es wichtig ist. Und ja. So, Hütten hatten wir gesagt. Die Sache mit dem Klo auf der Hütte hatten wir auch erklärt. Die Hütten liegen alle wunderschön. Also wann immer man an irgendeiner Hütte kommt und da irgendwie Pause macht, Rast macht oder sonst wie, hat man jedes Mal automatisch eine tolle Aussicht. Es gibt um jede Hütte ausnahmslos auch immer Zeltplätze. Wer also nach einer geeigneten Platz zum Zelten sucht und sich denkt, vielleicht gibt es bei der Hütte eventuell Zeltplätze. Ja, bei jeder Hütte gibt es eventuell Zeltplätze. Mindestens... Ja, dann müsst ihr euch halt überlegen, wie viel könnte jetzt eventuell an Verkehr unterwegs sein. Man kann ja auch, gerade wenn man langsam ist, so ein bisschen abschätzen, wie viele Leute haben mich jetzt schon überholt, wo werden die eventuell Halt machen, sind das hier so ganz krasse, die eine doppelte Etappe machen oder eine große oder sind die eher relativ klein unterwegs und machen kurze Etappen und wie stehen die Chancen, dass wir die an der Hütte antreffen. Und dann weiß man so ungefähr, wie viele sind dann schon da, da muss man sich gegebenenfalls mehr oder weniger Sorgen machen, ob man noch einen Zeltplatz findet. Es empfiehlt sich der kleine gelbe Reiseführer vom Konrad Stein Verlag, der da über Grönland eben entsprechend handelt. Mit dem waren wir, würde ich sagen, 80% zufrieden. Ja, 80% zufrieden. Ein paar Sachen sind nicht ganz nachvollziehbar. Beispielsweise hinter der Katifik-Hütte, das ist die zweite in der Hüttenchronologie, gibt es eine Passage, die laut Führer die schwierigste vom ganzen Arctic Circle Trail sein soll. Völliger Pipifax. Ja, totaler Pipifax. Was uns zum Thema Schwierigkeit des Weges bringt, ist der Weg schwierig? Nee, so gar nicht. Ja, vom Läuferischen her. Es sind ein paar Passagen dabei, die sind so mittelschwierig. Das würde ich ungefähr so nennen. So internationaler Durchschnitt mittelschwierig. Aber wirklich schwere... T2? Was ist T2? Du kennst die Klassifizierung nicht. Achso, die Schweizer haben so ein System. Die haben T1 bis T5. T1 ist gemütlicher Wanderweg? Ja, quasi noch Wegrollstuhl und Kinderwagengängig. Okay. T2 ist ein Weg, der halt so ein normaler Wanderweg im Flachland als Weg, als Pfad. T3 ist ein Bergwanderweg, rot-weiß-rot markiert. Wirklich schon Trittsicherheit gefordert, kann ein bisschen exponierte Stellen haben. T4 ist damit Sicherungen so schon fast Richtung Klettersteige oder wirklich sehr anspruchsvolle Bergwanderwege und T5 geht nur mit Eiger Nordwand. Das wäre dann vielleicht T6. T5 okay. Geht nur mit Sicherungsmaterial. Ja, also für richtige Bergsteiger. Bergsteigen. Okay, alles klar. Ja gut, dann würde ich auch tatsächlich sagen, Grönland so T2. Stellenweise T3, ja, aber mehr auch nicht. Also man braucht sicherlich keine besondere Erfahrung in der Fortbewegung in schwierigem Gelände, um den Arctic Circle Trail machen zu können. Wichtig, wir hatten durchgehend bis auf 2-3 Tage hervorragendes Wetter. Ja? Es kann, das täuscht, dass ich jetzt so furchtbar viel Aufwand mit der Vorbereitung betrieben habe, dass es ja die Arktis ist und so weiter und so fort. Und jetzt hatten wir da wunderbares Wetter. Das muss ja nicht zwingend so sein. Ja, das weiß man ja vorher nicht. Hätten wir das gleiche in miesem Wetter gemacht, steigt die Anforderung von, ja gut, du musst halt in der Lage sein, die Strecke von der Kondition her zu schaffen und musst halt noch deinen Rucksack die Strecke entlang schleppen. Und ansonsten gibt es keine großen Anforderungen. Steigt die Schwierigkeit bei miesem Wetter ganz schnell auf lebensgefährlich, wenn du nicht ganz genau weißt, was du tust. Und da du das Wetter halt eben nicht beeinflussen kannst und nicht weißt, welches Wetter du kriegst, sollte die Voraussetzung eben nun mal sein, dass man genau weiß, was man tut. Und kriegt man dann eine gemütliche Wanderung wegen tollem Wetter, dann kann man sich beschweren, dass das Wetter zu gut gewesen ist. Will ich nicht, aber es war schon... anspruchslos, also an die generellen, wie kommt mich draußen klar, Fähigkeiten, die bei uns doch recht ausgeprägt sind, würde ich vorsichtig behaupten wollen. Hingegen ist der Anspruch an die Kondition rein vom Läuferischen, das kommt ganz davon an, wie viele Tage man da unterwegs sein möchte, schon relativ ausgeprägt. Ja? Apropos Kondition, ich glaube, wenn man das Ganze als 10-Tages-Wanderung auslegt, hat man da so das bestmöglichste
anspruchsloseste Ding zwischen allem, weil wenn man es als 12-Tage-Variante bzw. sogar 14 Tage hätten wir machen können, haben wir nicht gebraucht, wir haben nur 12 Tage gebraucht, dann auslegt, dann hat man halt das Problem, dass man auch sehr viel Zeug mit sich rumschleppt. Das ist also nicht unbedingt weniger anstrengend, als wenn man sagt, man macht das Ganze in 10 Tagen. Proviant. Ja, wegen Proviant halt vor allen Dingen. 10 Tage ist empfohlen. Ich würde mich anschließen. 10 Tage ist sicher eine gute Einteilung. So für die meisten Leute. Oder? Ja. Ja. Gut, wir haben halt einen ganzen Tag Pause gemacht. Wir haben einen ganzen Tag Pause gemacht. Also wir sind 11 Tage gelaufen quasi. Also 11 Tage, in denen wir uns wirklich fortbewegt haben. Wenn man jetzt 10 Tage Einteilung macht, dann heißt das 10 Laufetappen. Also sollte heißen, empfehlen würde ich jetzt für mich und für Leute, die so unterwegs sein sollen, wie wir das jetzt gewesen sind, würde ich auch 12 Tage auf jeden Fall empfehlen. Davon mindestens 1 bis 2 Tage Pause machen. Gut, dann braucht man gegebenenfalls 13. Oder man macht ein kleines bisschen größere Etappen als wir. Mitunter waren die ziemlich kurz. Das heißt, es ginge schon, dass man größere Etappen, das geht auf jeden Fall, dass man größere Etappen macht als wir. Wir haben insgesamt, glaube ich, nur 4 oder 5 richtige Etappen gemacht, also so richtige Tagesetappen, wo du halt morgens losläufst und dann am späten Nachmittag ankommst. Wir haben auch viel, ach ja, lass uns mal diese große Etappe da vorne in 2 kleine aufteilen, haben wir auch viel gemacht. Das war schön, das war gut, das hat uns gefallen und wir haben das auch sehr genossen. Das sollte ja auch eine gewisse Genusswanderung werden. Das war jetzt nicht als krasse körperliche Herausforderung gedacht, war es wirklich nicht. Und dementsprechend war das alles gut so. Jetzt lasst euch nicht mit Kilometern verwirren. Ich könnte euch jetzt sagen, wir sind so und so viele Kilometer an dem und dem Tag gelaufen. Grob kann ich sagen, man schafft in Grönland 3 bis 4 km/h, je nach Gelände, stellenweise mal nur 2. Also so durchschnittlich. Über die gesamte Tour kann man sicherlich mit 3 km/h rechnen. Oder? Ja. Ja. Mindestens. Sagen wir 3,5. Die Bereiche, wo es wirklich signifikant weniger als 3,5 oder 3 sind, das sind nur ganz kurze Abschnitte. Wenn es mal richtig so richtig krass den Berg hoch geht, kurz vor Sisimiut, also kurz vor dem Ziel, geht es krass den Berg hoch. Da ist man sicherlich ein Stückchen langsamer, das sind dann relativ viele Höhenmeter am Stück. Aber das ist auch nur eine Ausnahme und das ist nicht oft und das ist auch nicht so lang und so viele Höhenmeter sind es auch nicht. Generell hat der Weg relativ wenig Höhenmeter. So, machen wir mal einen Schnitt.